Der Autor, also ich, war einer der ersten, der öffentlich den Standort Eifelwald favorisiert hat und trat von Beginn an für einen öffentlichen und kooperativen Planungsprozess vor Ort mit der ganzen Stadt als Baumeister, also der Idee der sozialen Plastik, ein und auf. Doch in dieser Ratssitzung wurde von fast 100 Ratsleuten, von denen, so wage ich zu behaupten, keiner sich ein aktuelles Bild von der Lage und dem Ort verschafft hat, eine vom neuen Oberbürgermeister weitergereichte Ratsvorlage aus der Verwaltung beschlossen, die neben der Standortbestimmung Eifelwald auch genau das Grundstück an der Ecke Luxemburger Straße festschrieb und den Bauherrn festlegte. Die Gebäudewirtschaft Köln, von der in jeder Woche Neues in der Zeitung steht, von Überlastung und Unterbesetzung und anderen Pleiten, Pech und Pan. Während die demokratischen Stadtregenten in der Frage des Lückenschlusses am ehemaligen Archivstandort großzügig einen auf Bürgerbeteiligung machen und gleich zu Anfang das Terrain als schon zu 80% bestimmt vorstellen, das war gestern Abend, und unmissverständlich klar machen, dass auch der Rest letztlich vom Rat entschieden wird und damit die Aufmerksamkeit aber der eher aufgewachten und aufgeweckten Bürger, Köln kann auch anders, an sich ziehen, läuft in der Frage des Neubaus schon längst alles wieder nach alten Planungsmustern. Da haben wir dann den Beschluss Architekturwettbewerb. Das lassen wir jetzt mal weg und gehen weiter. Ende Juni werden die Preisträger der 45 Architekturbüros aus ganz Europa benannt und der Öffentlichkeit vorgestellt. Der erste Preis soll dann realisiert werden und in den letzten Amtswochen des dann alten Bürgermeisters zusammen mit dem Herrn Bundespräsidenten im Jahre 2015 eröffnet werden. So der Plan. Nun, zu diesem Vorgehen sind eine ganze Reihe von Bedenken und Fragen an. Die drängendste ist die nach der Zeit. Also, was ist der Grund dafür, dass ausgerechnet dieser Neubau mit den gleichen Begründungen angegangen werden muss, die zum Einsturz des Alten geführt haben? Wenn wir nach den Ursachen des Einsturzes forschen, kommen wir letztlich zu dem Ergebnis Zeitnot bzw. Zeitdruck und Geldgier bzw. Geldmangel sind ursächlich verantwortlich. Das sind kollektive Kategorien, da sind wir alle dran schuld, da machen wir nämlich alle mit. Warum also einen repräsentativen Neubau für Archivalien, der übrigens in aller Welt mit garantiert kommentiert wird, also dieser Neubau in der Stadt Köln wird weltweit bemerkt, da kann die Stadt Köln machen, was sie will. Also was wir da sozusagen realisieren, damit stehen wir im Fokus, das ist aufgrund der Vorgeschichte. So, das heißt, da die ganze Welt kann letztendlich auch ablesen, ist hier was gelernt worden oder ist hier nichts gelernt worden. Und die, wenn alles gut geht, in 50 Jahren komplett restauriert sind, unter Zeitdruck planen und in einer Zeit knapper Kassen zu realisieren, dazu noch von einer Bauherrenbehörde, deren Baukunst negativ beruht ist. Und das in einer Zeit, in der kollektive Besinnung und Beratung wirklich lebensnotwendig sind und zunehmend in allen Nationen und anderen großen Körperschaften eingefordert wird. Also damit beziehe ich mich auch auf die Tatsache, dass wir ja nicht nur sozusagen bereit sind, für unsere Buddeleien Archive aufs Spiel zu setzen. Wir sind ja mit unserer ganzen wahnsinnigen Lebenskultur inzwischen dabei, das Archiv des Lebens, also den lebendigen Zusammenhang des Lebenskörpers Erde, aufzureißen und zu versenken. Oder so zu zerstören, dass eben nichts mehr miteinander haben wird. Wie kann derselbe Rat, der die Schenkung des Masterplans angenommen hat und mehrfach die Weiterführung des Grüngürtels in Richtung Süd beschlossen hat, ohne Abstimmung des Raumordnungsverfahrens die Ecke Luxemburger Straße als Standort des Archivs beschließen? In den Ausschreibungsunterlagen werden den Architekten strenge Auflagen und Forderungen sicherheitstechnischer Art und Weise unterbreitet. Brandschutz, Hochwasserschutz, Diebstahlschutz und jede Menge Erdbebenschutz, wohlgemerkt. Alles für ein paar Tonnen Papier, die schon mal im Wasser lagen. Doch mit keinem Wort werden die Architekten darüber informiert, dass die Stadt Köln zur gleichen Zeit öffentlich darüber nachdenkt oder vordenkt, die Linie 18 als U-Bahn weiterzuführen. Und das trotz der Tatsache, dass es statistisch weltweit und erwiesen ist, dass in Köln Archive einem extrem hohen Einsturzrisiko durch U-Bahn-Bauten ausgesetzt sind, während Erdbeben nach den Erfahrungen der letzten Jahrhunderte eher zu vernachlässigen. Das war jetzt mal ein bisschen. Ne? Also,
Warum bauen wir nicht zuerst diese U-Bahn fertig und schauen, was sich an dieser Luxemburger Durchfahrtsstraße drehen lässt, damit man also den Verkehr da rausnimmt, damit der Raum für den neuen Traum, für einen neuen Traum verkehrsfrei wird, verkehrsfrei wird. Den Aushub könnten wir zum Beispiel sehr gut gebrauchen, um entlang des Gleisdreiecks, also auf der anderen Seite Richtung Volksgarten, einen Gaudiberg zu errichten, der die Archive, auch die der Universität möglicherweise, der Geologie und so weiter, beherbergt und den Neubau der Steiner Schule wie den Volksgarten organisch und spannend mit dem Grüngürtel verbindet. Da, wo heute die Haltestelle Eifelwald ist, kann sich dann der neue Campus der Stadt und der Universität herausbilden. Und es wäre wieder mehr Platz für den Menschen in seiner Natur, mitten in dieser verkehrsgenötigten Stadt. Merke wohl, der Mensch ist kein Auto. Und noch, zwei Kreuze hat der Archiveinsturz erzeugt. Und der Himmel hat sich wieder und noch einmal gnädig gezeigt mit dieser Stadt, die es sogar wagte, nach dem zum Fingerzeig Gottes gewordenen schiefen Kirchturm wie bisher und noch größer weiterzubringen. Denn es hätte eigentlich den Rosenmontagszug treffen müssen. Und genau weil es das nicht tat, ist es jetzt an dieser Stadt, es endlich anders zu tun. Und das kann sie an dieser Neubaufrage beweisen, dass sie auch anders kann. Und so nehme ich mir die Freiheit, die Ratsbeschlüsse in Bezug auf den konkreten Ort und die Bauherrenschaft wegzudenken und träume vor euch, frank und frei, wie sich dann der Lauf der Geschichte entwickeln kann, wenn wir uns die Zeit lassen, geben. Und die ganze Stadt wieder mal, wie Adenauer damals mit der Messe, als Bauherren aufrufen und dann gemeinsam gestalten und bauen, unser Gedächtnis aufrichten. Der Archivneubau als Kristallisationspunkt des kollektiven Wandels. Als Meisterstück des Masterplans. Als Fluxuspunkt, an dem sich die Stadt sich selbst erneuernd wiederfindet. Als Gründungsimpuls für die Akademie der Künste der Welt. Als Werkaufgabe im Zusammenhang mit dem Kulturentwicklungsplan. Als Anregung, den verkehrten Campus der Albertus Magnus und Thomas von Aquin Universität neu zu orten. Als Grund für die Zukunftswirkstatt der Stadt Köln. Als Versöhnungsherausforderung für die Künste und die Wissenschaften mit der Natur. Als Umkehr und Null und Punkt. Jetzt. Die gewichtigste Frage wird also sein, wie Rat und Verwaltung, Oberbürgermeister und Parteien für den Gedanken erwärmt werden können, dass wir uns wieder Zeit geben zur Entwicklung dieses kollektiven Bauvorhabens, um wirklich gemeinsam ans Werk gehen zu können. Das wird am besten gelingen, wenn auch die Bauwirtschaft und die Geldgeber, die Handwerkszünfte und auch der ADAC von den Vorteilen einer Win-Win-Win, eines Zusammenwirkens an diesem Ort in Kenntnis gesetzt werden. Diese Rolle fällt den Medien zu. Also die Frage, ist es möglich, den Zeitschriftenkonzern Neven Dumont zu einer begeisterten Kooperation in dieser Entwicklungsfrage der Stadt zu bewegen? Als Belohnung für diesen Einsatz darf dann auch mit Fug und Recht der spätere Gaudi-Archivhügel im, um und über dem Gleisdreieck Mont du Neven genannt wird. Am 1. Mai, dem Tag des Wandels, wird auf dem Gelände Eifelwall im Paradies und das Reich die Kulturakademie der Künste der Welt unter freiem Himmel ausgerufen. So oder so.